Sehr, sehr stark. Nice, nice. Geil gemacht. Tobi, den kann ich nicht nehmen. Ey, was geht? Willkommen zum zweiten Bewerbervideo, meine Freunde. Diesmal sind es 4 Kandidaten, weil einer von euch, Krontaku, Grüße geht an der Stelle raus an dich, das Ganze bei Retransfer hochgeladen hat, Lost, und die Übertragung Lost abgelaufen ist. Lost. Schade, Bro. Falls du es noch irgendwie nachreichen willst, verpiss dich! Nein, kannst du es gerne noch machen, schick nochmal eine Mail, dann können wir dich da auf jeden Fall berücksichtigen. Ich würde sagen, wir beginnen mit dem ersten Bratan. Ihr wisst, wie es läuft, meine Freunde. 4 Leute, sind es diesmal nicht 5, die ich mir hier reinziehen werde, und dann werden es wieder 2 von diesen Leuten in die nächste Runde schaffen. Die liebe Anna hat ein Bewerbungsvideo gemacht, die Vorstellung von ihr habe ich mir bereits schon reingezogen. Die anderen Sachen, wie sie quasi geschnitten hat und sowas, das machen wir gleich. Ich würde sagen, wir fangen an mit, Digga, wer hat am Campingplatz einen Pressekram? Digga, der bohrt doch. Bro, der bohrt doch nicht. Wo soll der denn bohren? Aber nein, komm, lass das! Beginnen wir mit Jurek, dem Ehrenbruder. Schauen wir mal rein, was der so gemacht hat. Let's go. Hey Chef, Moment. Ich bin erstens 18 Jahre alt. Ich bin bereit, für mindestens 2 Jahre nach Köln zu ziehen. Ich hab richtig Bock, mindestens 2 Jahre nach mindestens Köln zu ziehen. Zweimal Karneval. Also ich komme eigentlich aus Bremen, aber ja, ich glaube, Köln könnte vielleicht ein bisschen wildere Stadt sein, ne? Nummer 3. Sehr, sehr stabil, Digga. Hi, ihr seid auf jeden Fall teamfähig und begeisterungsfähig, um neue Dinge zu lernen. Ich bin team- und begeisterungsfähig. Sehr, sehr stark. 12 oder 14, so in dem Dreh, habe ich angefangen, auch tatsächlich so Minecraft-Videos zu machen. Das habe ich. Ah, big belastender Moment. So wenigen Leuten gezeigt, ne? Fange jetzt mit meinem Let's Play an. Hab auch eine Ausbildung gemacht, bin jetzt selbstständig seit 1,5 Jahren. Ich habe kein Problem, diese Selbstständigkeit zu quitten dafür, ohne Scheiß, weil das schon ein bisschen so ein Dream ist. Ich will Comedy revolutionieren. Wir haben es endlich geschafft. Wow, Alter. Alter, er ist schon OG im Game. Stabiler Bratan auf jeden Fall. Alter, der schneidet fürs Y-Kollektiv. Das ist stark. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr. Das ist wirklich ein Showreel, was sich sehen lässt, weil da wirkt, also da ist einiges drin. Jurek, wo ist dein geschnittenes? Hier, Jurek, Digga, wir schauen mal rein. Bist du alleine oder gehört der hinter dir? Musik fehlt ein bisschen, ne? Alter, bist du alleine hier? Ach so. Sorry. Und das ist bewusst gewählt, weil es so noch unangenehm ist. Oh nein, was passiert jetzt? Gut, ciao. Das Video? Nein, das ist kein Video. Hallo? Holly ist nicht hier. Vollgas macht sehr aggressiv. Ja? Ganz okay, schön. Okay, nice. Jetzt bin ich mal gespannt. Geh weg, ihr Schweine! Oh, ah, okay, hier haben wir Mucke. Nein! Wo bin ich denn jetzt? Ich bin raus, oder? Ich bin ja schon wieder raus. Es hätte noch ein bisschen schneller und kompakter geschnitten sein können, alles. Ein bisschen mehr auf Zack, aber sonst echt stark. What the fuck? Was war das für ein Gurkensohn-Clip? Mutter, nein! Digga. Ganz wichtig. So ein Schwachsinn, wow, wow. Aber deutlich besser als Julian Bam heute wieder. Da hätte auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Action reingekonnt, aber so an sich echt stabil. Was sagst du, Tobi? Baba Bowie. Ja, sehr schön. Ich hab nichts gehört und nichts gesehen, aber es war super. Sehr sympathische Bewerbung. Schauen wir mal ganz kurz bei Jawbreaker rein. Was ist denn da los? Was hat er denn da gemacht? Alter, was ist denn jetzt hier los, Digga? Auf Minecraft OG. Ich nehme mich um den Sack. Hey Revi, mein Name ist Julian Arndt, ich bin 20 Jahre alt. Ah, ist der Ehrenbruder, der immer im Chat so aktiv ist auch, ne? Man muss by the way sagen, der ist wirklich so, aber der sagt manche Sachen, die sind so krank funny. So gerade, wie du. Ja. Auch war ich bei 2 Drehs von ihm der Kameramann, weswegen ich auch in der Richtung Erfahrung gesammelt habe. Alter, der hat einfach mit einem Zurückgebliebenen zusammengearbeitet, schon mal ganz gut eigentlich. Ich würde sagen, wir bewegen uns mal in die Eisdiele. Bist du alleine oder gehört der hinter dir zu dir? Bist du alleine hier? Ach so, sorry. K.O. Du? Nice. Himbeer. Typ mit den Nikes, auch kleiner Joke hier eingestreut auf Salzstreuerbasis. Ja. Salzstreuerbasis, Digga. Komm, gib mir eine. Hau ich dir mal mit Faust, komm. Nein, dann beschwerst du dich wieder. Aber mit Faust einmal. Oh, spinnst du eigentlich oder was? Ja, da hätte auch ein bisschen mehr zack, 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 die Schnitte sind so ein bisschen. Weißt du, was ich meine? Es geht ja um dann. Ihr müsst mal denken, es geht um ein Highlight-Reel. Das muss pam, pam. Ja, cool, nice. Es geht heute noch bei euch. Was macht ihr so? Ist ein bisschen wenig Action. Da und gebellt. Hier das geschnittene Gameplay. Okay, let's go. Ich bin ready. Da bin ich jetzt mal gespannt drauf. Was muss ich machen?
Bin runtergefallen. Ich drück. Ist nicht schlimm. Ich laufe hier hoch. Mach ich mich stark. Gut? Guter ja. Clip, wichtiger Clip, richtiger Clip. Und hier bei den Kugeln aufpassen, dass dich keiner erwischt. Wonder the timing hier. Hat mich erwischt. Ah, stark. Stark. Er ja, hätte auch ein bisschen, alles ein bisschen zackiger sein können. Ich sag nicht, dass ich hier einen ADD-Schnitt will, aber halt, wie gesagt, ein bisschen aufeinander, weißt du, so pam, pam. Im Cutter-Business war ich auch schon aktiv für Fortnite E-Sport-Business, den ich Stompy, aber nice. Den Zahlung aufgegeben habe. Wenn dir gefallen hat, was du gesehen und gehört hast, würde ich... Stompy, was war da los? Da reden wir mal drüber. Ja, Bro, Jawbreaker, sehr interessant. Not bad at all, hat mir gefallen. Stark gemacht. Juvex hat sich auch beworben. 7000 Abonnenten der Ehrenbruder sogar, das heißt, sogar schon was gemacht. Das ist immer ganz gut, wenn die Leute selber schon mal was aufgebaut haben und ich den das quasi wegnehme und die dann einfach bei mir versklave, ne, Tobi? Bist du glücklich? Der hat genickt. Nein, habe ich nicht. Hallo. Na, da hätte ein bisschen Rauschunterdrückung und sowas. Bist du alleine oder gehört der hinter dir zu dir? Bist du alleine hier? Ach so. Eigentlich auch schade gewesen, ne? Einmal. Diese Sounds. Das tat sich hinwert. Nice. Einmal Hände hoch und 15 Sekunden stehen bleiben. Hände hoch. Mach's gut, ciao. Ja, bitte? Sieht der Poldi das Video? Das Video? Nein, der sieht kein Video. Nee. Der Poldi ist nicht hier. Nice. Krieg ich bei dir in der Lobby schon, ne? Stark gestellten Juvex. Und ist das schwer? What the fuck? Ja. Okay. Und hier bei den Kugeln aufpassen, dass dich keiner erwischt. Hat mich erwischt. Oh, da kommt Trimax wieder. Ausgeschieden! Ja, Revi, jetzt bist du raus. Das ist auch. Du hast gewonnen! Nice gemacht! Du hast den Win geholt! Ja! Hier wieder die Highlights zusammengefasst. Alter, ich schreie gerade richtig, oder? Kann das sein? Die Highlights hier wieder zusammengefasst, sehr stark. Junge! Geil. Geil. Geil gemacht. Jetzt drüber. Alter. Stark, Juvex, sehr stark. Ich bin unten durch die Map gefallen, es ist wahr. Es ist wahr und keine Lüge! Sie glauben? Diese Geschichte ist stark. Hier wäre ich auf jeden Fall drin im Game. Es ist an der Zeit, den Typen hinterm Cutten kennenzulernen, nämlich mich. Moin. Mein Name ist Julius, ich komme aus Bielefeld und bin noch 17 Jahre alt, werde aber im Oktober 18, insofern ist das hoffentlich kein Problem. Also wie gesagt, ich bin noch 17 Jahre alt und habe vor knapp 3 Monaten mein Abitur gemacht. Ich wollte aber nach meinem Abi nicht direkt eine Ausbildung oder ein Studium anfangen und deswegen habe ich mir überlegt, die ersten 1 bis 2 Jahre erstmal was anderes zu machen. Dabei habe ich mich vor allem aufs Cutten spezialisiert. Auf Flix. Okay, hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen was an Kameraskills und so. Nice Grading auf jeden Fall. Tobi, den kann ich nicht nehmen. Der macht beim Bankdrücken mehr als ich. Ich habe früher, wie viele in meinem... Es wäre so krass, jemanden im Team zu haben, der regelmäßig mit ins Gym geht, Alter. Das wäre so cool. Das wäre wirklich geil. Wenn man sich mal vorstellt, man hätte... Tobi. Ach so, du meinst mich? Ja. Vor anderthalb Jahren habe ich dann angefangen, die Videos von Phasen zu cutten und war damit auch sein fester Cutter. Phasen habe ich insgesamt 52 Videos geschnitten und auch fast 52 Thumbnails gemacht. Also auch was Photoshop angeht, habe ich da einige Kenntnisse. Sehr stark, sehr stark. Er dann aber aufgehört hat, dieses Müllvideos von Phasen nie angeschaut, aber ja. Videos zu machen, wurde ich der Cutter von dem YouTuber Fabo. Für beide habe ich jetzt insgesamt über 100 Videos gecuttet. Krass, also du bist auf jeden Fall im Game drin. Gesammelt, zum Beispiel mit Rohdateien, die mehrere Stunden lang sind oder auch mit dem Arbeiten unter Zeitdruck bei festen Uploadzeiten. Ja, ich hoffe sehr, dass dir meine Bewerbung gefallen hat. Stark. Und ich würde mich sehr durchgehend freuen, sympathisch, handwerklich, extrem stabilst, soundmäßig, alles cool, sehr, sehr geil. So, Anna möchte, dass ihre Vorstellung nicht gezeigt wird, das respektieren wir natürlich. Wir schauen uns aber jetzt trotzdem mal das Endprodukt an und geben dazu mal Feedback. Anna, Bewerbung, grundlegend sympathisch, all in all, kann man sich da eher weniger beschweren. War auf jeden Fall wirklich nett. Ja, die hat ihren Freund dabei, Digga, hör auf. Aber der Typ ist nicht dabei. Hallo. Bist du alleine oder gehört der hinter dir zu dir? Ja, natürlich. Bist du alleine hier? Alter. Bist du alleine hier? Ach so, sorry. Ja, da fehlen auch ein paar Effekte, so die Musik ist da. Was macht ihr heute noch so? Ja. Ich krieg schon wieder das gleiche wie beim letzten Mal. Ich kann dieses Video jetzt schon nicht mehr sehen. Untertitel, cool, dass er da ist. Die Schriftart ist... Wie bitte? Ich hasse diese Schriftart. Ich weiß nicht, Digga. Es muss Comic Sans sein, Alter. Das Video? Nein, das ist kein Video. Nee. Stark. Das war gut. Das war sehr gut. Das war sehr gut. Vollgas ist sehr aggressiv. Vollgas, da bin ich gespannt. Ausgeschieden. Nein! Hier wieder das Problem mit dem Sound. Nein!
Ihr merkt es vielleicht, es gibt Leute, die haben diese doppelte Soundspur nicht entfernt. Und das ist leider ein Manko. Zwei Bälle, interessant. Ah, hier. Und da kommt die Flanke! Ja. Und über die Linie und Eigentor! Hier ist auch teilweise nicht nachsynchronisiert worden, dass es halt teilweise mal ein paar Frames verrutscht ist. Normal, das ist hier leider auch nicht passiert. Ja. Aber stabiler Zusammenschnitt. Ja. Musikauswahl passt. Ist halt, also ist es halt Copyright-Musik. Ich kann jetzt hier nicht weitergucken. Tatsächlich, das ist ein bisschen schade. Geht mal zum Ende. Ihr müsst einfach mehr saugen. Ihr müsst die weginhalieren. Das ist auch Copyright-Musik. Aber all in all, Anna auf jeden Fall nicht verkehrt. Hätten ein paar mehr Effekte reingekommen, aber ansonsten auch sehr, sehr handwerklich stark gewesen. Ich würde sagen, bei diesem Ding hier sind es für mich auf jeden Fall. Boah, Digga, wer ist es denn? Wer ist es denn? Boah, das ist auch wieder schwierig, ne? Also, ich würde sagen, auf jeden Fall am Start ist der liebe Jurek. Der hat es einfach super funny gemacht mit diesem Hin- und Herschneiden. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, Digga. Fand ich extrem cool mit der Storyline und sowas. Wie gesagt, das Vorstellungsvideo hat dann doch einiges nochmal gut gemacht und vom Schnitt her und sowas. Alles sehr, sehr stark. Jurek, warte bitte einfach ab. Ich werde mich bei dir zeitnah melden und du kriegst weitere Instruktionen, wie es dann weitergeht. Grüße und ja, erstmal nice, dass du weiter bist. Ich habe ein weiteres Foto zu vergeben an den lieben Julius. Hier ist er. Haha, Leo, das musst du jetzt reintracken. Das war sau aufwendig jetzt im Tracken, oder? Ja. Tja, Leo. Naja. Mann, hey! Julius, Grüße geht raus an dich. Schön, dass du weiter bist. Leider, lieber Jawbreaker, Anna und Kontaku. Kontaku, bei dir sowieso Sonderfall. Du hast es nicht rechtzeitig irgendwie. Digga, einfach Schmutz, was du da gemacht hast. Scheiße. Anna, Jawbreaker, es tut mir leid. Leider Gottes habe ich kein Foto für euch. Was aber nicht heißt, dass wir nicht irgendwann nochmal aufeinander zukommen und vielleicht irgendwie was, wie gesagt, zusammenarbeiten. Das habe ich auch beim ersten Video schon gesagt. Es gibt immer wieder mal Projekte, da brauchen wir Leute und da habe ich genau diese Menschen immer im Hinterkopf. Und es ist auch in der Vergangenheit immer mal wieder so gewesen, dass Leute, die beim letzten Mal nicht zum Main-Cutter wurden, trotzdem immer wieder mal irgendwie in der Zusammenarbeit miteinander irgendwas. Ihr wisst, was ich meine. Perfekt, Leute. Ich würde sagen, das war's von diesem Video. Jurek, Julius, Grüße geht raus an euch beide. Ihr kriegt auf jeden Fall eine Nachricht von mir und ich bin an der Stelle raus. Doppel-Peace an der Stelle und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, bis dann. Tschüss.